Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire at War mit dem Thrawn's Revenge Mod. Und wir sind die Eriado-Autorität und ich jage eigentlich Aizen Izzard, die jetzige Anführerin des Imperiums. Ich finde die auch nicht, die ist nicht da. Gabredor 3 ist der letzte Planet, den wir noch gucken können. Ansonsten haben wir alle Imperialen... Oh, Zernpedal vielleicht, warum kann ich auf Zernpedal nicht klicken? Ja, diese Bodenschlacht mache ich nicht. Ich war ein bisschen zu sehr von Izzard abgelenkt. Mir war klar, dass der Harpest-Cluster schwierig zu halten wird, aber dass es so mies wird, hatte ich jetzt nicht gedacht. Und vor allem Terriforn einzunehmen wird ebenfalls grauenhaft. Wer bist du denn? Du bist Vin Collis? Ein ATTE. Okay. Interessant. Schicken wir den mal hier rüber und gucken wir... Ich weiß, Sinch kann dann von der anderen Seite angreifen, aber gucken wir, dass wir Cheruba angreifen. Kampa haben wir hier gesichert, ne? Und Nalhutta ist ebenfalls da. Sollten wir auch... Ich weiß, es ist teuer, aber ein bisschen was an Bodenverteidigung und an Raumverteidigung hier hinpacken. Hier wird auch weitergearbeitet. Dass wir den das auf jeden Fall nicht einfach machen, hier vorbeizukommen. Und da müssen wir jetzt diesen Surrannern, Super Sternzerstörer, was auch immer, angreifen. Hatten wir ja als Pentastar-Koalition definitiv mal gekriegt. Der war gar nicht schlecht. Jetzt auch nicht super, aber wir müssen aufpassen. Schauen wir mal. Wir nehmen uns auf jeden Fall als allererstes ein Begleitschiff vor, würde ich sagen. Haben die eine Reichweite. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Torpedosphäre hier hinzuholen. Ich hoffe, dass der jetzt gleich hier mal ein bisschen schneller fertig ist. Du greifst dir den. Und dann hoffen wir mal, dass wir durch die 30.000 Schilde hier einigermaßen durchkommen. Nehmen die jetzt hier die mittelschweren Oktuplen. Die sind zu stark. Dann die hier. Ionenkanonen, die sind zu gut gegen deine Schilde. Immerhin verliert der auch. Da müssen wir uns um den nicht mehr kümmern mit dem hier. Wie viele Schilde haben wir? 60.000, doppelt so viel. Das ist natürlich schon mal viel wert. Aber hier sind überall schwere Quad-Turbolaser und schwere Quad-Ionenkanonen-Batterien. Das ist nicht das, was ich will hier für mich. Komm, nimm seine Schilde. Sobald die Schilde weg sind, kriegt der Supersternzerstörer das eigentlich ganz gut hin, den zu vernichten, weil es sind ja nicht viele Hardpoints, aber die Hardpoints, die das Ding hat, die sind krass. Ist ein schönes Schiff, das muss man dem Ganzen lassen, aber will ich jetzt trotzdem nicht unbedingt als Gegner weiterhin haben. Nein, du gehst jetzt nicht auf die Torpedosphäre. Jetzt merkt er, oh, gegen den Supersternzerstörer schaffe ich es nicht. Muss ich mal schnell hier auf die Torpedosphäre gehen. Die hat jetzt auch keine Schilde mehr. Das wird ouchen, wenn er das wirklich drauf anlegt. Nimm dir die Turbolaser vor, bitte. Oh, komm schon. Wir holen hier das IPV und das, dass wenigstens die Raketen vielleicht ein bisschen abgefangen werden. Schweren Quad-Turbolaser. Schieß da doch jetzt drauf. Kann doch nicht so viel... viele Leben haben. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, ein paar Raketen werden immerhin abgefangen. Hier auf die Ionenkanone. Nimm die Engines nicht, dass er flieht. Das wäre auch blöd. Und dann müssen wir jetzt gucken. Aber ich glaube, es sieht trotzdem ganz gut für uns aus. Ja, der schafft es auch noch hier. Na, ja, nicht mit einem Schuss, aber mit zwei Schüssen sind die weg. Aus den Torpedos scheinbar. Puh. Torpedosphäre macht es immer so knapp irgendwie. Komm, nimm dir hier die Lancer vor. Ja, da wollen sie fliehen, aber das kriegen wir jetzt doch. Das kriegen wir noch hin, oder? Oh, kriegen wir nicht hin. Egal. Hauptsache, sie sind weg. Und uns geht's einigermaßen. Zurück zur Galaxiskarte. Da müssen wir jetzt am Boden gleich was schaffen, aber wir gehen erst nach Galanor. Da ist nämlich nochmal quasi das Gleiche. Oh mein Gott. Gucken wir mal einmal, was da an Begleitschiffen so zur Verfügung stehen. Deutlich
gleich mehr. Erstmal die Begleitschiffe vernichten. Ist ja eigentlich für die Nighthammer nicht so das Problem, die Begleitschiffe zu bestrafen, wegzuhauen. Wie kann es denn sein, dass sie so eine größere Reichweite haben als du? Nimm dir die Begleitschiffe, komm schon. Sehr gut, der erste Sternzerstörer ist gleich weg. Konzentrier dich auf den, aber wir haben auch nur noch die Hälfte unserer Schilde. Ich hoffe, dass die Torpedosphäre da gleich ein bisschen bei den Schilden mithelfen kann. Ah, aber die gehen auch so schon runter, das ist gut. Wir haben fast gar keine Schilde mehr. Ich meine, ich will die Nighthammer jetzt danach auch nicht mehr unbedingt großartig noch einsetzen. Jetzt erstmal nicht. Das heißt, die könnte auch sich ein, zwei Wochen reparieren lassen. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Komm, geh mit. Jawohl, die Schilde sind weg. Aber wir haben jetzt auch keine Schilde mehr quasi. Das heißt, wir werden wahrscheinlich genügend Schaden erlangen, dass wir uns reparieren müssen. Dass wir ein bisschen Credits ausgeben müssen. Es sei denn, der geht jetzt wirklich nur noch auf die Torpedosphäre. Das wäre wirklich gar nicht schlecht für uns, um ehrlich zu sein. Weil die hat noch genügend Schilde, um das auszuhalten. Komm. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich denke mal, eine Woche muss sie sich reparieren lassen. Aber eine Woche ist ja nicht... Das ist nicht viel. Wunderschön. Luftraum über Galenor gehört uns und zwei wirklich große... ich würde sogar schon sagen, Supersternzerstörer sind damit Schrott. Das ist ganz gut. Da haben wir jetzt auch den ATT. Und wir können bombardieren. Das heißt, wir müssen uns schlicht und ergreifend eingraben. Und auf die Bombardierung warten. Was anderes bleibt uns hier nicht übrig. Ich wüsste nicht, was wir sonst machen wollen. 1, 2, 3... Ich weiß, genau das habe ich gerade auch gemacht, aber jetzt hoffe ich einfach, dass wir die hier lassen. Hier kommt nur Anti-Infanterie hin. Und hier nur Repair Stations. Hau dich auf. Der geht auch von dieser Repair Station nicht weg. Komm schon, Anti-Infanterie. Anti-Infanterie, Repair Station. Und hier oben, da kommt auch nochmal eine Repair Station hin. Du baust dich auf und dann... Oh, die haben hier jetzt Space Defenses noch dazu gebaut. Die haben hier keine Lust, das Ganze in irgendeiner Art und Weise abzugeben. Du kannst mal hier rüberkommen. Ihr beiden beschützt den hier, dass die nicht wie gerade uns hier einengen können. Na, ihr sollt einfach hier stehen bleiben. Hier, ah gut. Hm. Reparaturturm dahin zu bauen, bringt nichts. Machen wir einen Antifahrzeugturm. Ihr drei, ich will bombardieren können, deswegen geht hier und bombardiert da. Und dann lasst uns einmal gucken, was es hier für eine Dings gibt. Ich kannst du ja noch, sehe ich keinen AT-AT hier drüben, deswegen kann der vielleicht noch ein bisschen mit drauf schießen. Der AT-AT. Wenigstens noch ein klein bisschen. Wäre schön. AT-AAs. Oh, da kommt der AT-AT, der andere, der ist schnell da. Ihr alle auf den AT-AT bitte. Hier wird er auf jeden Fall noch geheilt, das ist sehr gut. Und wir haben mehr Feuerkraft, gerade mit dem AT-AT und den Dings zusammen. Dürften wir genügend Feuerkraft haben, um das hier zu schaffen? Dann könnt ihr da mal alle, ihr habt doch auch teilweise Raketenwerfer. Ja, aber wenn wir den AT-AT schon mal besiegen... Schon, ich weiß, hier greifen jetzt auch andere Leute an, aber... Rübergehen. Ihr alle müsst den irgendwie... Irgendwie müsst ihr das schaffen. Komm, der AT-AT muss weg. Was wird hier gebaut? Anti-Infanterie, das kann mir ziemlich Schnuppe sein. Bleib einfach stehen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Na gut, der darf sich hier auf den... Oh, geht doch nicht darauf. Oh, oh, von der Seite kommt jetzt ein AT-AT. Könnt ihr mal bitte auf den AT-AT gehen? Der greift jetzt auch unseren Anti-Infanterie-Turm an. Steht gerade so eben noch in dem Zirkel drin, um geheilt zu werden. Ihr drei wieder hier rüber. Gut, der AT-AT haut ab so ein bisschen, das ist schön. Der muss sich jetzt erstmal heilen, bevor wir irgendwas machen. Und ihr baut euch auf gar keinen Fall ab, wenn er weg ist. Dann greift mal die hier an. Okay.
Könnte schlechter kommen. Bisher läuft es ganz gut. Ein ATAT besiegt. Ich weiß nicht, ich glaube, eine ATAA besiegt. Würde ich sagen. Nee, geh auf das Fahrzeug bitte. Das ist gerade deutlich wichtiger. Ja, da kommt ein ATSD. Das ist auch nicht so geil. Oh, wir sollten in Deckung gehen. Ist doch kein Crusher, ne? Doch, ist ein Crusher. Haut ab! Na, ihr habt euch jetzt alle getötet. Wunderbar. Ich frage, ob wir abhauen sollten. Eigentlich widerstrebt es mir jetzt, hier zu verschwinden. Komm, ein Stückchen weiter vor. Jetzt dürfte nur noch ein ATAT sein. Ich weiß nur leider nicht. Und den Fahrzeugturm mal kurz. Vielleicht macht der was. Bin mir nicht ganz sicher, wo hier die Turbolasertürme stehen. Das ist so ein bisschen das Problem. Da kommt der ATAT. Gut zu wissen. Da drauf, bevor der hier... Wenn wir den besiegen könnten, das wäre schon mal perfekt. Der hat sich irgendwo geheilt, oder? Komm schon. Alle auf den ATAT, bitte. Ah, solange er da von der Infanterie und meinen Schirm aufgehalten wird, kann die Artillerie schießen. Das ist perfekt. 800 Leben hat er. Wie viel Schaden macht das? Okay. Muss hier weiter aushalten. Aber der verliert ja ordentlich Leben. Ich mach's trotzdem. Das ist mir zu gefährlich. Vielleicht kommt die Bombardierung auch nicht durch. Das ist möglich. Und sie kommt nicht durch. Pff. Einfach mal 50 Anti-Flugkanonen hier. Ist das frech. Oh, die haben hier den Reparaturturm weggeholt. Das ist nicht schön. Sobald... Komm! Der ATAT vernichtet ist, weil der wird nicht vernichtet werden, ist das Problem. Der haut jetzt ab. Das gibt's ja nicht. Boah, und wenn er sich jetzt heilt, ne? Dann bin ich richtig stinkig. Hinterher! Vernichtet den! Holt euch den ATAT! Ah, da ist die ATAA nochmal. Hier. Ah, ihr seid schon hier, okay. Repair Station holen. Du kannst mal hier helfen, sonst haben wir ein Problem. Immerhin, der Antifahrzeugturm macht ein bisschen was gegen die Fahrzeuge und der Reparaturturm ist schon wieder zerstört. Das gibt's auch nicht. Du hier oben hin. Hol mal einen Antifahrzeugturm oder so. Ich habe hier keine Infanterie. Wir müssten theoretisch abhauen, aber kann ich jetzt nicht mehr. Weil dann nimmt die gegnerische Infanterie meine Sachen ein. Okay, wir haben scheinbar Einheiten verloren. Nehmen wir den ATT oder Panzer oder Infanterie. Ich glaube, ich nehme die bringt Infanterie mit, immerhin. Und die kann auch ein bisschen was gegen Fahrzeuge machen und gegen Infanterie. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Könnt ihr dreimal hier auf die ATAA. Ah, die wird es leider überleben. Die Fahrzeugturm hier hin. In der Hoffnung, dass der das übersteht. Und die erlaubt es uns zu pingen. Noch können wir nicht bombardieren, aber ich würde ganz gerne den ATAT wirklich finden. Aber ich vermute, der hat sich... Also, wenn ich jetzt die KI wäre, würde ich meinen ATAT hier reinholen und da einen Reparaturturm machen. Aber ich bin nicht die KI, also was weiß ich schon. Ja, da ist er. Aber er ist geheilt. Zumindest zu teilen. Aber das ist auch vollkommen egal. Gleich können wir bombardieren. Das wird definitiv auf ihn gehen. Ich hoffe, dass meine Arista Thorn hier nicht stirbt. In der Zeit. Ja, ihr müsst weiter hier drauf gehen. Komm schon. Jetzt macht doch die Bombardierung, sonst ist der gleich wieder weg. Okay, vielleicht muss ich doch nicht bombardieren. Nein, der haut einfach... Der macht das rechtzeitig. Der haut ab. Und ich... Der ist weg. Der ist weg, das gibt's doch nicht. Aber jetzt, wenn er das nächste Mal auftaucht, ist er tot. Immerhin. Immerhin etwas, dass ich weiß. Ah, da ist er. Kann die Artillerie den noch kriegen? Dann müsste ich da jetzt nicht meine... Aber er wird da geheilt, also... Warum bin ich so blöd? Warum bin ich nur so blöd? Und... mach es nicht auf ihn. Da ist er, okay. Weg mit dir. Holen sich hier den Reinforcement Point und wollen meine Einheiten zerstören. Immerhin, der ATAT ist weg. Das ist gut. Nein! Jetzt wollte ich abhauen eigentlich.
Setzt euch hier hin. Aber abhauen kann ich nur, wenn wir den Reinforcement Point haben, sonst wird alles vernichtet. Und jetzt habe ich hier sogar eine Heldin. Da will ich auf gar keinen Fall, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert. Lasst uns mal kurz gucken, ob hier hinten irgendwo der Energiegenerator ist. Wahrscheinlich ist der hier oben. Dann könnten wir da vielleicht nochmal ein Dings hinholen. Oh, was ist das für ein Turm? Zerstört den Turm bitte. Anti-Infanterie. Vermute mal, dass die nicht mehr so viele Fahrzeuge haben werden. Weil selbst die, die ja aus Fabriken und so kamen, müssten langsam Schrott sein. Und jetzt können wir bombardieren. Müssen wir mal gucken, ob es dann wirklich da wäre. Hier oben. Weiß ich nicht. Beeil dich mal. Nein, das gibt's doch nicht. Da muss es irgendwo innen drin sein. Oh mein Gott. Komm, hopp. Ach doch, da ist er. Nein. Ich meine, ist die Frage, ob das überhaupt durchkommen würde bei den ganzen Antiflugtürmen. Aber mit ein bisschen Glück könnte das hier so lang fliegen. Das könnte funktionieren. Muss nicht, könnte aber. Müssen wir mal gucken. Wenn ich dem Turbolaser-Turm meinen AT-AT als Ziel gebe, was ich nicht mache scheinbar. Na, da war noch ein Antiflugturm, okay. Das funktioniert sowieso nicht. Also muss ich irgendwie da hinten hinkommen. Das bedeutet, die drei müssen hier drauf gehen. Auf den Turbolaser-Turm. Und der ist Schrott, sehr schön. Eieieiei, jetzt kommen hier viele Einheiten nochmal. Lass dich mal heilen. Sehr gut, du kannst hier lang gehen, nimm dir das da drüben. Wenn wir das nämlich haben, dann können wir mehr Einheiten holen, dann haben wir gewonnen auf jeden Fall. Ist die Frage, ob wir das so leicht hinkriegen. Zerstör das bitte. Kommen noch ein paar Einheiten raus, okay, ein AT-ST. Den AT-ST kannst du mal schnell vernichten, geh hier drauf. Ja, wir haben gewonnen. Meine Güte, war das hier eine harte Nuss. Ja, vernichte das. Nehmen wir den AT-TE mal hier rein. Und die schweren Panzer hier drüben. Schießt der auf den AT-AT hier? Nee, glaube nicht. Wunderbar. Wunderbar. Da haben wir so eine Fabrik. Ist hier drüben noch was? Nee, dann muss da oben deren Morph-Palast sein. Ihr geht jetzt mal alle da rein. Ich glaube nicht, dass da noch so viel an gegnerischen Sachen ist. Ja, das hat schon wehgetan. Den müsst ihr jetzt nicht unbedingt angreifen. Zerstört das Ding. Und zerstört das. Oh. Und die Fahrzeugturm darf hier auf gar keinen Fall fertig gebaut werden. Ihr könnt auch nochmal hier lang. Jetzt vernichtet das Ding. Der ATT kann helfen. Immer noch nicht vernichtet. Jetzt aber. Nehmt euch den Antifahrzeugturm, bevor der euch zerstört. Was gibt es jetzt hier noch an Einheiten? Sitzen da noch welche drin in dem Bunker? Ja, da wären noch welche drin gewesen. Egal. Meine Güte, war das eine schwere... eine schwere Landung sozusagen. Ay caramba. Auf nach Gallinor mit unseren Einheiten. Dass wir das auch kriegen. Und ich guck mal, Brantar 4 sitzen hier ganz gut. Lasst uns da auch nochmal ein bisschen was... Kampe muss noch ein bisschen verbessert werden. Und hier bei Kuat konnten wir doch jetzt noch so eine Heldengruppe kaufen. Das machen wir jetzt auch. Und greifen Gallinor jetzt am Boden an. Da haben sie zum Glück die Imperialen besiegt. Aber ich weiß nicht, ob Sinch jetzt hier schon am Boden was Neues aufgebaut hat. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Beginnen wir. Oh, es ist die Map. Ist jetzt auch nicht so die beste Map für mich. Nehmen wir da mal die schweren Panzer mit, würde ich sagen. Und gucken, was passiert. Die schweren Panzer sind nicht so stark wie die ATs, aber die sind beweglicher, ist das Gute. Vielleicht schicke ich die schweren Panzer vor, die kann ich dann aber zurückziehen zu, einem Reparaturturm, den ich hier baue. Und
Der AT-AT kann vielleicht ein bisschen was von hinten schießen. Das wäre ganz schön. Schneller und beweglicher auf jeden Fall. Einer von euch hier nochmal hin. Da können wir einen Reparaturturm holen. Und direkt daneben ist, glaube ich, noch ein Buildpad für... Antifahrzeugturm vielleicht. Wir haben zum Glück auf jeden Fall noch nicht das Dings hier drüben eingenommen. Da können wir dann Artillerie holen. Da lohnt es sich dann auch vernünftig. Oh, okay. Ich war irgendwie so, die haben hier, was weiß ich nicht, wie viele Rancors. Nix. Ein Repulsor Scout Company und das war's. Okay. Damit Chiruba und dann gerade Harp ist auch uns. Wer hätte das gedacht? Eine Nebulon B-Fregatte. Was denkt sich Sinch eigentlich? Was denkt er sich? Lass mal das IPV mal hier. Jetzt bin ich aber auch von Sinch umzingelt bei Obroa, Sky und Kashyyyk. Kashyyyk sollten wir uns wahrscheinlich als nächstes holen. Bringt uns mehr. Dann ist Shadow Mart auch außer Reichweite. Schauen wir mal. Tschüss. Ja, und die können wir auch reinholen. Da sehe ich nicht so die große Gefahr. Wer ist das hier? Captain Yoshi. Das war Captain Yoshi. Gut, dass ich es noch lesen konnte, bevor er gestorben ist. Gewonnen. Der weiß, ich habe hier direkt einen Supersternzerstörer in der Gegend, ne? Und schickt dann so eine kleine Eingriffstruppe. Aber naja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Angriff. Hier sind die Rancor Rider. Bei Chiruba. Oh, das ist die Map. Naja. Guckt mal, ob ihr da hinten hinkommt. Kommt ihr nicht. Okay. Zweimal Artillerie. Okay. Okay. Dachte, es wäre mehr. Es sind nur in Anführungszeichen Speederbikes. Ah, naja. Alter. Okay. Braucht ein bisschen mehr an Infanterie. Wie viele Speederbikes hat er denn? Das macht mir ein bisschen Angst. Meine Artillerie, die ich hier, glaube ich, reingeholt habe, ne? Ja. Aber die Panzer sind... Die Panzer sind gar nicht schlecht dagegen. All meine schöne und gute Infanterie vernichtet. Dafür sind Speederbikes wirklich sehr gut geeignet. Bleib du mal stehen. Ihr beiden baut euch auf. Ah, da oben hat er jetzt mit seiner Infanterie leider. Da kriegt er dann ein bisschen Infanterie. Und da oben auch. Das ist ja frech. Da muss ich jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich hier links klarkomme. Und ich sollte wahrscheinlich, um nicht an Infanterieverlust zu sterben... ihr müsst zurückkommen. Ist das nervig. Dass die hier genügend Einheiten haben, um mir das zu verbieten, sozusagen. So, jetzt ist hier die Infanterie mit bei. Jetzt wollen die... Boah! Die wollen doch tatsächlich sich das da auch noch schnappen. Dann hätten sie alle drei hier, die möglich sind für sie. Aber das lasse ich nicht zu. Das kriegen die nicht. Das kriegt ihr nicht. Seid ihr Crusher? Leider keine Crusher. Schade. Mach hier mal deine Feuerkraft. Spiel die aus. Ihr beiden dürft jetzt auch darüber laufen. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht so aus, als ob wir hier klarkommen würden. Sehr schön. 1, 2. 1, 2. Und nochmal Artillerie. Dann haben wir schwere und leicht, also nicht leichte, aber mittelschwere Panzer, die auch ein bisschen besser gegen Infanterie klarkommen dürften. Und dann bin ich mal gespannt, wann wir die ersten Rancor sehen. Ah, gut. Das war's dann wohl mit dem Rancor. Wir können jetzt bombardieren. Ist hier irgendwas? Nö. Da lohnt sich dann auch keine Bombardierung. Da kommt der nächste Rancor Rider. Alle hier drauf, aber das wird er nicht überleben. Er hat 400 Leben. Ist so viel wie ein Turbolaserturm. Oh mein Gott, haben wir jetzt viele Panzer. Lass uns mal gucken, dass wir mit den Panzern in irgendeiner Art und Weise... Kommt da noch ein Rancor? Nein. Doch, da kommt noch einer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So viele Panzer gegen einen Rancor. Wer wird da nur gewinnen? Tja, Nachtschwester. Tschüss. Was kommt da? Noch ein Rancor.
Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier auch Fernkampfsachen ordentlich kommen. Ja, du bleibst mal hier. Wie viele von denen haben die denn noch? Du kannst mal zurückgehen und dich heilen. Ihr drei geht hier rauf. Da kommt noch ein Rancor. Sehr gut. Und ihr geht jetzt mit denen mit. Dass die das da einnehmen, dass da keine Infanterie mehr rauskommt. Sehr schön. Das war's. Der Antifahrzeugturm ist nicht schön. Hä? Wer verfolgt mich denn da? Antifahrzeugturm! Du solltest vielleicht nicht gerade an vorderster Front fahren, aber gut. Nein, einfach nur angreifen. Nicht reinfahren. Das war's wahrscheinlich mit meinen Infanterieeinheiten. Ja. Du auch mal abhauen? Das hat sogar diesmal geklappt. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Cheruba gehört wieder uns. So muss das. Die hatten sogar Reptile-Truppen. Und wie viel ist denn eine Night Sister Company? Interessant. Du darfst jetzt hier lang. Du auch nochmal hier lang. Damit haben wir Galenor und Shadowmart ganz gut verteidigt. Und auch kein Geld mehr. Sehr schön. Bei Gabridor ist sie auch nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass Izard irgendwo über irgendeinem Planeten sitzt und da nicht mehr wegkommt. Dass sie sich Bastion geholt hatte oder da nur den Luftraum und dann nicht geschafft hat, zum Beispiel den Boden einzunehmen. Aber über einem imperialen Planeten sitzt sie einfach nicht. Das ist doch nicht normal. Izard ist wirklich weg. Die ist einfach weg. Sehr, sehr komisch. Und ich würde hier gerne EBAC 9 angreifen. Die haben nur leider einen Executor-Supersternzerstörer. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Wo machen wir weiter? Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten. Aber ich würde fast sagen, so nervig wie Sinch ist, lasst uns Kashyyyk nehmen. Und dann können wir hier das Sucha, Hornager und Kessel nehmen. Dass wir quasi so einen direkten Weg zu Mon Cala und hier in den Norden haben. Und hier gucken wir einfach, dass wir das wirklich gut halten. Coruscant wäre natürlich schön, wenn wir es nehmen könnten. Ich weiß es nicht. Aber die Greater Mill Druid müsste sich bald uns anschließen, ne? Wir haben, glaube ich, die höchste Legitimacy und die haben nur noch zwei Planeten. Wenn die dann also... Na, muss man gucken. Muss man gucken. Ob die noch Helden oder Supersternzerstörer oder so haben. Wir greifen auf jeden Fall jetzt erstmal Kashyyyk an. Mit der Flotte. Es ist nicht die größte Flotte, aber es ist eine Flotte. Okay, und das Größte, was sie haben, ist ein Sternzerstörer. Damit kann ich leben. Zwei Golans und zwei große Golans. Da darf gleich meine Torpedosphäre ein bisschen spielen. Ja, Hyper Velocity Gun, das ist nicht so schlimm. Sollen sie machen. Und während das da drüben passiert, kann ich hier getrost meine Torpedosphäre schon mal zum Einsatz bringen. Haben die hier einen Interdiktor? Ja. Ein Tunnel Immobilizer. Du musst nicht so nah ranfliegen, du musst nicht so nah ranfliegen. Und der fliegt nah ran. Naja, aber gegen die Golan 2 dürfte das Ding trotzdem einigermaßen erfolgreich vorgehen können, denke ich mir. Sehr gut, du gehst gegen die Golan 3. Ja. Golan 2 hat gar keine Chance. Gar keine Chance. Die hässliche Dragon Class Frigate wird gleich auch vernichtet sein. Du darfst mal langsam in die Richtung. Er schießt sogar schon in die Richtung. Das wollte ich jetzt nicht. Wollte ihn nur in die Richtung schicken, während er noch da drauf schießt. Habe ich nicht so ganz geschafft. Jetzt mal den eben vernichten, der ist nervig. Du darfst auf den hier nochmal gehen. Nicht, dass der auf die. Dings da zu sehr Einfluss hat. Dreh dich. Sowohl das Ding wie auch die Nibulon B-Eimer vernichten. Gleich die Turbolaser-Batterie, sehr schön. Nibulon B schafft auch nicht viel.
dass die Hypervelocity-Gun jetzt aber so viel schießt, das ist nicht so schön. Dürfte den wahrscheinlich permanent beschädigen. Ah, sie fliehen. Das ist schon mal gut. Und dann können wir unsere Bodeneinheiten rüber nach Kashyyyk ziehen. Boom. Und wir müssen da beim Harpest-Cluster mal gucken, ob ich da großartig Verteidigung aufgebaut habe. Außer bei dem Außenplaneten, der noch da ist, würde ich das alles abreißen, um einfach Geld zu sparen. Sieht mir nicht danach aus. Bei Harpest sollte ich vielleicht mal einen Moff-Ballast bauen. Könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht sein, ne? Kriegen wir ein bisschen mehr Geld auch. Warte mal, wen haben wir denn jetzt hier eigentlich gekriegt? Wir haben Thunder Prill mit einem Sternzerstörer und Akal Zed mit einem Sternzerstörer und Willis Andal ist einfach ein Administrator. Nice, damit wird es noch preisgünstiger hier. Oh, nur 11.000 für eine Torpedosphäre, nur 18.900 für einen Bellator. Und am Boden sind die Preise auch nochmal ordentlich runtergegangen. Das ist richtig, richtig gut für uns. Aber mit dem Blick auf die Uhr muss ich auch sagen, Kashyyyk muss zwar irgendwann dran glauben, aber nicht mehr heute. Das war's für heute mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.